Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei unserem kleinen lustigen Live-Kreis. Ja, guten Abend, liebe Leute. Der Nori neben mir. Hallo Nori. Hey Jolan, was geht? Also bevor wir anfangen, müssen wir erstmal anstoßen, wie sich für so einen schönen Freitagabend gehört, zum Wohle. Man sieht trotzdem, was es ist. Ja, man sieht trotzdem, dass es ein alkoholfreies Bier ist. Das ist auch mal Apfelsaft, ist ja klar. Ist ja nicht schlimm, genau. Gut. So. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir uns heute ein wenig über die wichtigen Dinge des Lebens unterhalten werden. Und die wichtigsten Sachen im Moment sind natürlich unsere Tour, unsere wunderschöne, auf uns zukommende, mystische Tour. Ihr müsst mir verzeihen, ich bin ein bisschen erkältet, Männerschnupfen und so. Es kann sein, dass bei mir gerade nur Zeug rauskommt, was nicht so wichtig ist. Aber Nori? Angst. Ja? Ja, genau, die sollst du haben. Nori, mein Lieber, erzähl mir doch mal ein bisschen über die Besonderheiten, die nun auf uns zukommen in der vor uns liegenden Tournee, die am 17.03. übrigens beginnt in Hannover. Ein bisschen, ja? Ein bisschen. Das ein bisschen ist das ja nicht. Das ist ja so, was wir gerne immer wieder mal machen. Wir erfinden uns neu, obwohl wir gar nicht neu sind. Und ja, also wir hatten ja Besetzungswechsel, nicht wahr? Das ist ja auch nichts Neues bei uns, passiert immer wieder mal. Und das ist natürlich alles eigentlich immer nicht schön. Aber wir haben beschlossen, dass dann auch aus üblen Angelegenheiten etwas Schönes macht. Sonst macht das Leben ja keinen Spaß. Also haben wir uns gesagt, wenn wir jetzt eh schon wieder neue Leute suchen müssen, überlegen wir uns einfach mal, was dann vielleicht auch echt mal anders machen könnte und was uns eh schon immer im Kopf rumschwirrt. Da kam die Idee mit dem Bass. Bass-Zitole, muss ich dazu sagen. Es handelt sich um eine Bass-Zitole. Du hast mich nicht ausreden lassen. Man muss das Bass erstmal wirken lassen. Bass-Zitole. Zitole. Kitole. Kitole. Was denn nun? Zitole oder Kitole? Centaur, Kentaur. Charakter oder Charakter? Ja, Cäsur oder Käse? Schweiger-Käse. So, erzähl mal, weil ich wollte dich nicht mehr. Ja, und wenn man das irgendwie einfach mal so von den Klängen her nimmt, ist natürlich so ein Instrument, was für Bassklänge verantwortlich ist, um das einfach mal so zu umsprechen, ja, bringt das uns natürlich jetzt erst ganz viele neue Möglichkeiten. Und ich denke mal, das wird auch wirklich anders klingen. Ich gehe davon aus. Ja. Wir wissen natürlich schon, wie das dann klingen wird. Nee, natürlich nicht. Nee, das ist ja nun einfach so. Ich meine, wir machen das ja nun schon lange genug und man könnte ja vielleicht auch erwarten, dass wir dann sagen, naja, dann bleiben wir auch einfach bei dem, was wir so kennen und machen lieber das weiter, was wir schon immer machen, aber wer uns noch ein bisschen besser kennt, weiß, dass das bei uns ja überhaupt gar nicht funktioniert. Manchmal springen wir da mal kurz nach nebenan, sozusagen in eine Parallelwelt und gründen ein Nebenprojekt. Da hatten wir zum Beispiel Katis Pranus gemacht, wir waren mit den Zwergen unterwegs, haben jetzt ja auch schon wieder ein neues Projekt, der Fluch des Drachen. Und wir müssen ja immer ständig irgendwas Neues machen. Und auch mit Corvus Corax, ich meine, das fing ja mal mit genau zwei Leuten an. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich zu der Bank gekommen bin, da waren wir sage und schreibe neun, weil durch irgendein, sagen wir mal, Organisationsfehler, wir plötzlich vier Trommler auf der Bühne waren. Vier Trommler. Ja. Das heißt, als ich damals dazu kam, da waren wir gerade acht. Drei Trommler und fünf Dudelsackspieler. Genau. Das war auch ziemlich eng immer auf der Bühne. Genau, ich meine, das Leben ist ja, immer im Fluss. Ein und Karussell. So sehen wir uns ja. Ein Karussell hört sich an, als ob man im Kreis fährt. Achterbahn. Auch nicht. Das ist was zum Brechen. Nein, das Leben ist im Fluss. Es fließt. Evolution. Es geht immer weiter. Gut. Und so ist das bei uns in der Band natürlich auch. Mhm. Das finde ich gut, sonst wäre ich jetzt schon lange wieder abgehauen. Aber ich bin dann die Blöde. Naja, ich meine, ich habe ja versucht abzuhauen, aber es geht nicht. Bin auch wieder gekommen. Ja, du hast ein Päuschen gemacht. Ich habe ein Päuschen gemacht. Mal ein bisschen ausruhen. Ja. Verlängerten, unbezahlten Urlaub. So, das aber war jetzt ich habe eine Teilfacette des, was erwartet denn nun das Publikum auf unserer neuen Tour? Ich habe eine kurze Frage. Welchen Einfluss hatte die Musik und die Arbeit am Flug des Drachen eben genau auf die Idee,
eine Bass-Zitole mit ranzuholen? Oder war die Idee vorher schon da und hat man jetzt nur einfach die Zeit genutzt, die man hatte? Weil wir haben ja beim Die Arbeit am Fluch des Drachen hat tatsächlich erstaunliche Frage. Das ist ja eigentlich gerechtfertigt, keine. Wenn du das bitte noch ausführen könntest, keine. Vielleicht so die Philosophie Idee, hinter dem Wort keine. Eigentlich. Die Idee haben wir schon lange, weil es ja nun auch ganz offensichtlich so ist, dass wir halt mit Dudelsäcken und Trommeln kein wirkliches Bassinstrument haben. Also ich meine, was haben wir getan in der Vergangenheit? Wir haben uns große Rahmentrommeln geholt, damit wir halt diese Sub-Bässe hinkriegen, auch die super geil sind. Und dann haben wir uns, hat Wilmers die Drehleier gebaut. Auch eine sehr große Drehleier. Wir mögen große Instrumente, oder? Naja, damit es auch ein großer Klang wird. Große Instrumente für große Musik. Genau, und die Dudelsäcke wurden immer größer. Was natürlich jetzt auch tatsächlich etwas mit der Mystik zu tun hat, einfach ein D-Sack eine ganz andere Ausstrahlung hat als ein A-Sack für die Fachleute unter euch. Also das ist jetzt nicht einfach nur ein Sack, der ein bisschen tiefer bestimmt ist, sondern... Nee, er klingt tatsächlich auch. Er hat einfach eine andere Wirkung. Ja, passend zur Tour kann ich dazu sagen, er klingt mystischer. Ja, ist so. Ja. Nicht wundern, wenn ich mich immer so nach vorne beuge, ich gucke, was ihr hier so schreibt, weil wir kriegen mit, was ihr kommentiert. Also ich zumindest. Apropos, da habe ich dir mal kurz was hier noch Haare an der Nase. Das ist von heute letzte Nacht, das war Vollmond. Nee, war nicht so. Woanders. So. Zu Frick, den haben die Leute ja schon sehen können bei dem Video, was ich schon gemacht habe. Der Micha. Du hast ihn ja auch schon kennengelernt. Ich nehme jetzt mal vorweg, dass du dich auch sehr darauf freust, mit ihm auf der Bühne zu stehen. Ja, unbedingt. Ja. Also eben, ich hatte ja auch schon das Vergnügen, jetzt ein bisschen mit ihm schon zu spielen. Eigentlich in echten Proben, die starten am Montag. Aber natürlich haben wir vorher schon ein paar Sachen angetestet, weil wir ja sonst nicht wüssten, dass es so super klappt mit dem Micha Frick. Ja. Klappt aber. Ja. Und man kann sich darauf freuen, mit ihm kennenzulernen. Ist ein toller Mensch, ist ein begnadeter Musiker und das, was dann noch als i-Tüpfelchen oben drauf kommt, ist auch noch gelernter Bassinstrumentenbauer. Also er weiß einfach, egal was für ein Instrument das in diese Richtung sein soll, er weiß, wie man das bauen kann. Ja. Das ist natürlich total cool. Ja. Wenn also mal was kaputt geht, dann kann er das sofort wieder reparieren. Das finde ich großartig. Warum sollte denn was kaputt gehen? Weil einer wieder in völligem Überschwang der Musik über die Bühne rennt, stolpert, sich dabei wehtut und ein Instrument erwischt. Okay. Das ist ja eigentlich nur, wenn die Musik dich komplett mitnimmt, was bei uns erstellt. Ich dachte, das wären die Basswellen von meiner Trommel. Die Basswellen deiner Trommel, ja. Die machen viel kaputt, aber kein Holz. Ja. Das wird ja sowieso interessant. Also du stehst ja jetzt auch wieder am Schlagwerk, ne? Das ist jetzt natürlich wirklich nicht sehr detailgetreu, die Aussage. Ja, ich gebe dir ja nur die Stichworte, die du dann weiterführen kannst. Nein. Ich bin hier nur der Stichwortgeber, ich könnte eigentlich auch rausgehen. Also wie hatte letztes jemand gepostet, fand ich ganz lustig, nachdem ich irgendwie über die Jahre ein Davulspiel nach dem anderen rausgeschmissen habe, damit ich dann endlich irgendwie in dem Glanze des Lichts in der Mitte der Bühne hinten stehen kann und ich präsentiere, habe ich festgestellt, dass es da auch scheiße ist, habe den Trommler meiner alten Position wieder rausgeworfen, um da hinzugehen, wo ich hingehöre. Hat sich jemand ausgedacht. Es war ein bisschen anders. Also eigentlich hatte man irgendwann die Nase voll, ständig jemand Neues zu suchen und einzuarbeiten. Deswegen bin ich dann an die Davul gegangen, weil es einfacher war, jemand eine Bassdrum spielen zu lassen als in Davul, weil das spielen halt dann doch nicht so viele Leute. Ja, ich meine, das war jetzt eine lange Überlegung, was er macht. Suchen wir wieder einen dritten Trommler. Das ist genau der suchen Moment. Suchen wir einen vierten Dudelsackspieler. Ja. Und ja, und dann haben wir halt jetzt einfach gesagt, jetzt ist die Möglichkeit, einfach mal wirklich die Idee mit dem Bassinstrument umzusetzen. Aber vorher, ich meine, über Jahre haben wir im Bus und im Keller, im Studio, überall gesessen und immer wieder gesagt, so ein begleitendes Bassinstrument wäre einfach der Hammer.
Aber wir können ja nicht noch jemanden mitnehmen. Ich meine, wir haben einfach keinen Platz mehr im Bus sozusagen. Und jetzt haben wir einfach gesagt, machen wir. Und wissen selber, ehrlich gesagt, noch gar nicht ganz genau, wie es zum Schluss dann tatsächlich klingen wird, weil wir haben ja noch gar nicht alle zusammen so gespielt und auf der Bühne gestanden. Aber wer nicht wagt, gewinnt nicht. Ganz einfach. Der perfekte Zeitpunkt für neue Verschwörungstheorien. Warum ist Snorri zurückgekommen? An sein altes Instrument, also nicht in die Band. Genau. Ich bin hab drum rumgeredet, richtig? Ja, richtig. Nein, ich meine, okay, wir ganz, haben halt... Ganz kurz einen Einwurf. Einwurf. Nicht wundern, wir sehen eure Kommentare, wir gehen da später noch drauf ein. Also bleibt einfach dran, wir beantworten das alles noch. Ja, sind da Fragen mit dabei? Es sind da Fragen mit dabei, ja. Ich kann ja eine stellen, die gerade gefragt wurde, sind wir in Speyer dieses Jahr? Leider nein. Leider nein. Wir arbeiten dran. Ja. Ja. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema, ja, also... Der Bass wird natürlich auch auf gewisse Art und Weise perkussive Elemente mit übernehmen, was an der Natur der Sache des Instruments liegt. Also es ist ja nun nicht ein E-Bass, der dann eigentlich eher, auch wenn er gerne mit der Bassdrum vom Schlagzeuger in einer Rockband zusammenspielt, doch meistens noch an der Gitarre dran klemmt. Es ist halt... eher ein sehr rhythmisch gedacht. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel Rockabilly anguckt, oder wie ich meine, wo er sich ja irgendwie auch wirklich seine Erfahrung auch viel gesammelt hat, so wie da zum Beispiel der Kontrabass eingesetzt wird, ist natürlich cool, weil es wirklich eigentlich so eine Mischung aus perkussivem Instrument und Bass. Ja, und das finde ich aber gut. Also da kann er einfach zum Teil Dinge, die ich mit der Davul gespielt habe, kann er halt einfach teilweise mit übernehmen. Also ich habe auch wirklich lange überlegt, ob das geht oder nicht, weil da wohl ja schon auch wichtig ist. Und dann kam Micha und hat es gezeigt, dass es geht. Ja. Richtig. Gut. So, jetzt versuchen wir aber nochmal, das wird jetzt harter Cut, zurück zur Mystik. Ja. Wie seid ihr auf die... Ihr. Wir. Wie sind wir, ich fühle mich gerade so schizophren, eigentlich auf die Idee gekommen, eine ganz mystische Tour zu machen? Voll krasse Frage. Ja, natürlich. Auch philosophisch und ganz tiefgründig. Gut. Sagen wir mal so, ich meine, als ich in die Band dazugekommen, was ja nun auch schon wieder 17 Jahre bald her ist. Heilige Mutter Gottes. Ja, da ich bin bald volljährig. Ich bin letztes Jahr 10 geworden. Ja. Ja. Darum darf ich auch nur alkoholfreies Bier trinken. Genau. Da ist mir damals schon, als ich mich dann tatsächlich mit Grobes Kroaz das erste Mal so richtig ausführlich beschäftigt habe, sind mir schon dann auch immer diese sehr, nicht unbedingt ruhigen Songs, aber die so eine extreme Atmosphäre aufbauen, aufgefallen. Also zum Beispiel Mille. Oh ja. Mille an die Passis. Das haben wir live aber eigentlich damals sowieso überhaupt gar nicht gemacht. Weil damals hieß es ja noch laut, schnell und dorisch, nicht wahr? Ja. Und wir waren laut, schnell und dorisch. Wir waren sehr dorisch. Meine Fresse. Also ich meine, darum heißt auch unsere Managerin Dori, Doro. Ach, das ist dann wirklich jetzt wirklich... das war ein... Also, ja. Gut. Also. Aus der Weste ist Dorito. Dorito. Ja. Meistens, du das lesen sehen kann. Ja, das ist okay. Nun, ich dachte mir immer, eigentlich damals schon so, wow, also die sind jetzt nicht im Live-Programm drin, aber eigentlich echt Hammer-Songs. Und da hat sich ja nun einiges noch in den letzten 17 Jahren angesammelt, an Liedern, die da so mit reinpassen. Und dann kam einfach, kristallisierte sich so langsam die Idee heraus, dass man doch vielleicht einfach mal ein Spezialprogramm macht, wo man wirklich den Fokus auf diese sehr atmosphärischen Lieder setzt, die halt einfach, normalerweise ist das für uns auf der Bühne bis jetzt immer so der klassische Abschlusssong gewesen, weißt du? Sowas wie Malamisse oder solche Sachen irgendwie. Und wenn man sowas aber wirklich mal als Programm anbietet, also ich meine, wir werden ja trotzdem auch schwungvolle Sachen mit dabei haben, aber einfach mal so diese Grundausstrahlung auf die Bühne zu bringen, fanden wir einfach super. Ich finde das ja, ich auch, also das ist ja nicht,
allein die Musik, die Stimmung, die entsteht auf der Bühne, ist halt mal was Neues. Was Größeres, was anderes. Ja, ich meine, man kann... Und aber nicht langweilig, das ist das Schöne daran. Es ist ja nicht langweilig. Nein, ich setze nicht so, dass wir irgendwie zwei Stunden da machen. Nein, wir machen es natürlich Chorus Coax-like, bombastisch, ja. Großartig, legendär. Legend, warte drauf, der. Und deine Wortspiele sind aber ausbaufähig, Alter. Great again. Gut. Ja, also... Wo haben wir denn jetzt stehen geblieben? Steht da irgendwas Wichtiges, was du vorlesen kannst? Zum Überbrücken? We just say hi to America, hello America, and hola en español oder so, oder España. Da sind, also wir haben auch internationale Leute dabei. Damn, dann müssen wir jetzt auf Spanisch. Kannst du, wir müssen jetzt auf Spanisch und Englisch gleichzeitig. ¿Dónde está la biblioteca? Genada. Nein. Na, lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen über die Liederauswahl reden. Wir können ja den Zuschauern gerne ein bisschen verraten. Ich werde das jetzt noch mal ein bisschen weiter mit der Musik ausführen. Ich will mich hier wieder mit irgendwelchen sinnlosen Wortspielen irgendwie ausschenkeln. Es ist ja natürlich Mystik. Irgendwie Mystik. Dadurch, dass wir halt irgendwie, dass wir ja immer die sehr flotten Lieder gespielt haben, hat man natürlich insgesamt relativ wenig Platz, also nicht unbedingt räumlich, sondern zeitlich gesehen, gewisse Dinge auf der Bühne so aufzubauen, zum Beispiel Licht. Also wenn man einfach etwas hat, was so ist. Warte mal. Ja, komm mal, komm so mal, ist, gerne. Mal, ich schieb das mal wieder so. ein bisschen. Dann kann man dazu auch das Licht machen. Ja. Wenn man aber so ist, kann der Lichtmann halt, dann kann unser Lichtdesigner halt nicht einfach mal richtig schöne Bilder wachsen lassen mit dem Licht, weißt du? Und einfach das alles mal zu nutzen. Neue Kostüme haben wir übrigens auch. Totaler Knick um die Ecke. Wir haben neue Kostüme und ich wollte dir, genau, weil du gerade gesagt hast, wir arbeiten mit dem Licht, wir wollen das Gesamtkonzept, das Gesamtbild und da gehören natürlich diese Kostüme auch drauf. Und ich habe sie ja schon gesehen, die Zuschauer noch nicht, aber da habe ich schon gesagt, werden sie demnächst auch was sehen können. Wie findest du denn diese Kostüme? Ich finde sie toll. Ich freue mich drauf, weil ich finde auch, dass sie ein stimmiges Bild ergeben. Ist das nicht eigentlich so, wenn man etwas finden will, dass man das vorher suchen muss? Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen komisch? Also sie gefallen mir sehr gut. Gefunden habe ich sie mitnichten. Das war wieder so ein Wortspiel. Das war von dir oder was? Ja. Wie fandest du diese... Wie fiel dir die Idee, diese Kostüme mitzubringen? Moment, wir machen das jetzt ganz anders. Wie amorisierst du denn... Ich werde dein Lektor. Wenn du dieses Buch da schreibst, werde ich dein Lektor. Nein, so, über das reden wir jetzt nicht. Weinen wirst du. Das werde ich nicht. Ich werde die Hälfte des Textes wegstreichen. Weg, immer so. Favorisierst du die Idee des Designers, die er uns zu, als Pitch in die Hand gedrückt hat? Amorisierst du das, was du demnächst tragen wirst? Das irgendwie so anliebe? Also favorisieren würde ja sozusagen im Vergleich... Stehst du auf die Klamotten? Dazu bräuchte ich eine Alternative. Stehst du auf die Klamotten? Nein, ich stehe nicht drauf. Wenn ich schmutzig. Nein, es ist tatsächlich so, ich kann es ja sagen, es ist ein langer, sehr, sehr langer, also nicht irgendwie von der Größe her, Freund, rein zeitlich von mir, ja. Den ich wirklich schon Ewigkeiten kenne. Und auch da war es so, dass es bis jetzt immer wieder mal die Idee gab, den lieben Peter auch mal mit dazu zu holen. Aber genau wie mit dem Bassist war das so, dass die Idee lange lag, lange rumschwebte, aber nie umgesetzt wurde. Und jetzt war einfach der Moment, wo wir gedacht haben, okay, also auch passend zur Tour, wo wir wirklich auch mal ein anderes Programm machen, also wirklich von der Ausstrahlung her auch mal ein anderes Programm, nicht einfach nur andere Lieder. Ja. Weißt du, so, sonst war immer ein neues Programm, muss man auch ein bisschen so sagen, wenn es nicht eine neue Platte gab, dann hat man halt ein anderes Partyprogramm gespielt. Ja. Und jetzt wird das halt ein bisschen anders sein. Ganz davon abgesehen kann man zu vielen Liedern wahrscheinlich, die wir jetzt spielen, besser tanzen als zu dem, was wir vorher gespielt haben, weil man danach keinen Nackensteif hat. Ja. Man kann tanzen, muss sich headbangen, ist ja auch besser. Ist schön, ja. Nee, nein, und also, ich finde es natürlich toll, weil ich weiß einfach, der Peter Papenberg
Der ist so ein bisschen wie ein guter Produzent, so, der eine Band produziert. Der macht nicht aus der Band was anderes, sondern der guckt sich das an und macht genau das Passende. Und das hat der liebe Peter halt auch total drauf. Der hat sich angeguckt, was wir machen, was wir bis jetzt an Kostüm hatten. Hat sich die Musik sehr lange angehört und einfach mal wirken lassen. Und hat dann uns Vorschläge gemacht zu den Kostümen, wo wir da alle gesagt haben, wow, ist ja echt der Hammer. Ja. Vor allem, weil er sie auch individualisiert hat. Also ist jetzt nicht, ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen, dass wir da komplett uniform dastehen. Jeder hat genau das Gleiche an. Es ist wirklich so, dass jeder so ein bisschen individualisiert Touch von sich selbst drin hat. Ja, jeder ist er selber. Also jeder wir passen ist zusammen. Ja, also es ist natürlich aus im Endeffekt, ich meine, nimm irgendeinen Clan von irgendwo, dann werden die alle relativ ähnlich aussehen, aber trotzdem hat jeder seine individuelle Variante mit dabei. Ja. Eine Uniform ist ja was völlig anderes. Nicht wahr? Das wollte ich damit ausdrücken. Wollen wir ja. Wir haben gerade genau das Gleiche gesagt, nur in anderen Worten. Da siehst du, man hat es jetzt auch wirklich jeder verstanden. Different verbalisiert. Die Mystik. Ja, also was haben wir bis jetzt? Also wir haben auf jeden Fall Musik, die, wie man das schon so aussehen kann, prinzipiell mehr Tiefe bekommt. Wir haben Lieder, die mehr Platz lassen für tiefe Töne und einfach für in dem Moment halt auch die Möglichkeit, wirklich eine mystische Ausstrahlung aufzubauen. Wir haben neue Kostüme, die im Endeffekt, ich würde die jetzt nicht mystisch nennen, das wäre jetzt echt, das würde jetzt zu weit gehen, aber sie sind... Sie sind aber schon... Wie nennt man das? Passend dem neuen Programm entsprechend. Ja, so, sagenhaft würde ich sagen. Ja. Also, sie haben... sehr stilvoll auch. Das ja, genau. Stilvoll und sie passen zum Programm. Kostüme können jetzt nicht mystisch sein, aber sie können zumindest das unterstreichen, was wir da auf der Bühne von uns geben. Sagen wir mal so, es ist weniger... nennen wir es einfach mal martialisch im Vergleich zu vorher, wo alles so irgendwie so Leder, Metall und so, also und die Klamotte muss mindestens 30 Kilo wiegen, sonst ist es kein vernünftiges Kostüm. Und unsere Freunde vom Dünenaufbau und Abbau müssen dann immer die Koffer durch die Gegend zahlen und hassen es. es ist auch die neuen Kostüme lassen mehr Raum auch für Bewegung, weil die sind leichter. Einfach angenehmer zu tragen. Und wir tragen sie auch auf dem MPS. War gerade eine Frage. Na, natürlich. Die passte gerade perfekt. Sie sind leichter. Außer ich bin beleidigt. Wieso dann sollst du beleidigt sein? Also bitte niemals Nori beleidigen. Das wollen wir uns alles nicht antun. Ja. Man kann auch zu Mystik tanzen, ja, wurde mich auch gerade gefragt, man kann sehr gut dazu tanzen. Und das hatten wir schon gesagt. Ist es nicht nur, dass man sich da langsam so wie ein hängender Mann im Wind bewegt, man kann sehr gut dazu tanzen. Sagen wir mal so, wenn es sehr viele Leute bis jetzt gab, die zu Songs, die wirklich unglaublich schnell waren, einfach in der Hälfte der Geschwindigkeit getanzt haben, weil alles andere einfach absurd gewesen wäre, kann man zu langsameren Liedern definitiv auch doppelt so schnell tanzen. Richtig, und das Programm ist ja doch trotzdem abwechslungsreich. Ich meine, wir haben ja trotzdem... Abwechslungsreich. Also ich würde mal sagen, so ein Lied wie Hardfood zum Beispiel... ist ja nur definitiv irgendwie nichts, irgendwie, wo man sich irgendwo in die Ecke legt und schnarcht. Und nee. Es geht ja nicht, also ihr das hier irgendwie mal falsch versteht, es geht ja nicht darum, dass wir hier Schlaflieder spielen. Es geht darum, was für eine Ausstrahlung die Musik hat. Richtig, und Hafu zum Beispiel ist ja wirklich ein Tanzlied zum Mitsingen und hat ja aber trotzdem ein mystisches Thema zugrunde. Also es geht ja, Entschuldigung, es geht ja tatsächlich um Märchen und Sagen und um mystische Geschichten. Die müssen nicht immer schnarchmäßig von der Bühne gejodelt werden. Sie jodeln nicht. Sie jodeln ja eh nicht. Sie dürfen gerne auch so dargeboten werden, dass sie Spaß machen. Und ich meine, Game of Thrones, was wir hier auch spielen, ist ja das auch ein... Das ist so schön ausgesprochen. Dankeschön.
Game of Thrones. Ist ja auch ein sehr mystisches Thema. Game of Thrones. Du hast doch gerade Drohnen gesagt. Game of Thrones, genau. Was wir ja auch haben, Game of Thrones. Darf ich den Satz zu Ende bringen? Ja, sorry. Game of Thrones ist ja auch ein sehr mystisches Thema und trotzdem kann man sehr gut dazu tanzen. Jedenfalls, wenn wir das spielen. Das ist richtig. Dafür ein Like für mich selbst. Was hast du daran gemacht? Ich habe mich selbst geliked. Das ist ja grauenhaft. Ja. Gut. Bedeutungsschwangere Stille. Ganz kurz, zwischendurch. Genau. Ja, im Endeffekt geht es einfach nur darum, Fokus auf die schönen alten Geschichten, die wir ja auch im Laufe der Jahrzehnte ausgegraben haben. Hafruhe, Chiron. Ich meine, ich sag den Titel, du sagst, um was es geht. So. Ja, gut. Hafruhe, okay. Mehr Jungfrauen. Ach Mann, ey. Gut. Soll ich den Titel sagen? Wir machen es andersrum. Pass mal auf, wir machen das erstmal so. Also bei Hafruhe, wer Hafruhe noch nicht kennt, der sollte halt zur Tour kommen. Aber Chiron zum Beispiel finde ich deshalb interessant, weil es ja ein Lied ist, was schon eins von den Älteren aus unserem Repertoire ist. Mhm. Und da geht es um Kentauren oder auf Neudeutsch Zentauren. Und dazu würden wir jetzt noch etwas sagen. Ja, also ich meine, die vielen Sagen und Geschichten, die sagen wir mal auch im Mittelalter natürlich viel erzählt wurden. Ist ja nicht so, dass im Mittelalter die Leute von nichts eine Ahnung hatten, was manch einer scheinbar immer noch glaubt. Gerade die Antike war da hoch gehandelt und die Geschichten aus der Antike waren immer wieder beliebt, auch bei den fahrenden Leuten. Ich meine, in der Camina Burana zum Beispiel findet man einfach einen sehr langen Text, der von irgendwelchen Vagabunden aufgeführt wurde über Troja. Also Antike ist eine ganz große Nummer damals gewesen und okay, wie über Troja haben wir nun kein Lied, aber zum Beispiel über Chiron, wie auch immer man Chiron, den Chiron, ja. Man kann auch Chiron aussprechen. Das ist ehrlich gesagt mit den alten... Solange ihn man nicht Chiron ausspricht, ist alles gut. Ich bin kein Altsprachler, das bist du. Ja, aber ich habe nur Latein gehabt, kein Altgriechisch. Wenn jemand von euch Altgriechisch kann, so möget ihr uns doch bitte sagen, ob man das mit Chiron oder Chiron oder Iron ausspricht. Ja, aber auf jeden Fall einfach die ganzen alten Göttersagen, Legenden, Märchen. Es ist ja so, dass alle diese Geschichten, also auch wenn es um diese alten Götter geht, dass sie auch immer wieder nur eine Beschreibung der Natur ist, die die Leute halt damals beobachtet haben und weil sie sich das nicht erklären konnten, dass irgendwelchen Göttern sozusagen in die Schuhe geschoben haben, damals noch so auf mehr oder weniger positive Art und Weise. Und diese Naturverbundenheit, die ja da auch trotz alledem immer mit drin ist, die finde ich halt auch spannend. Also Mystik ist schon auf eine Art auch einfach die Natur zu lieben. Weil ich meine, man braucht einfach nur in den Wald reinzugehen, in so einen echten Wald, zum Beispiel in Schweden, wo ich gerne mal bin, dann steht man da und das ist per se einfach schon mal ultra mystisch, da zu stehen. Ohne irgendeinen Menschen, der irgendeine Geschichte dazu erzählt. Einfach die Ausstrahlung. Das Handy mal weglassen, ne? Und das Handy einfach mal, lass das Handy mal aus. Ja, und das ist so das, was ich mir so vorstelle, was er dann auf der Tour auch so ein bisschen mit rüberbringen. Ja. Einfach so dieses, ja. Da wurde gerade eine Frage gestellt, die ich großartig finde. Ich lese sie mal vor. Der Name Ars Mystica, ist das eine extra Anlehnung an Ars Antica, Ars Nova, um eine eigene Gattung dazugehörig zu schaffen? Soll ich das beantworten oder willst du dann? Du kannst das, weil du die Frage so toll findest, kannst du die gerne beantworten. Also ich finde den Bogen, den Gedankenbogen zu Ars Antica und Ars Nova großartig. Das sind ja nun wirklich musikalische Richtung des Mittelalters gewesen, bevor die Renaissance anfängt und nach dem typischen gregorianischen Horror. Mhm. Und Ars Mystica heißt ja die Kunst des Mystischen, so wie Ars Antica die alte Kunst und Ars Nova die neue Kunst ist. Ja, wir haben bei dem Namen durchaus auch im Hinterkopf gehabt, dass man das damals so benannt hat, aber wir wollen damit, glaube ich, jetzt keine neue Musikrichtung
nochmal neu erfinden, weil wir sind Corvus Coax und Corvus Coax macht seit 89 genau das, was Corvus Coax macht. Und das ist sein Ding durchziehen. Genau. Ach, das ist super. Mal schön den Boden bekriegen. Ja, ne? Gerade so. Ja, obwohl ich meine, die Mystiker schon auch immer am Start waren. Ja, klar. Einfach. Das ist, zieht sich ja wirklich durch die Jahrtausende einfach. Sie haben nur damals weniger Musik gemacht und mehr vor sich hingedacht. Das ist richtig. Sie hingen noch eher bei den Philosophen rum. Soweit man die damals schon Philosophen genannt hat. Gut. Chiron heißt es, nicht Chiron und auch nicht alles andere. Chiron. Wie in Chi. Ja. Wurde uns gerade erklärt. Dankeschön. Es ist immer so, ich habe es irgendwie, wenn man bei Wikipedia, also wenn man im Internet guckt, irgendwie, man landet da plötzlich auf der englischen Seite, dann ist man immer wieder verwirrt. Ja, aber das sind alles Fake News. Das hat schon Abraham Lincoln gesagt. Glaub nicht alles, was du im Internet findest. Wir fangen ja am 17.03. mit der Tour an. Hast du gerade zufällig im Kopf, wo wir überall hin sind? Also ich weiß, wir fangen in Hannover an. Hannover. Da ist der großartige Tourstart. Dann ist Ravensburg. Ravensburg, genau. Und dann schon München. Und dann schon München. Ja. Stimmt, München. Und danach Nürnberg. Ja. Das weiß ich auch noch. Und dann hört es leider auf. Wir sind nicht so gut darin, unsere Dates zu merken. Das liegt daran, dass wir auf seiner Tour meistens morgens aus dem Bus steigen, gucken, wo wir sind und dann wissen wir es auch. Du bist nicht gut darin, deine Dates zu merken. Nein, deshalb habe ich so wenig. Wir sollen lauter reden. Wir sind wohl so leise. Entschuldigt auch, bitte. Das war jetzt auch gerade ein Thema, das musste man gar nicht lauter erörtern. Richtig. Nein, also wer die Tourdates wissen will, ich werde sie später nochmal bei diesem Video, wenn es dann online ist, drunter schreiben. Außerdem könnt ihr unser schönes Titelbild angucken, da sind auch alle Tourdates drauf. Konzerttermine, genau, dankeschön. Wir wollen ja hier Make America Klein Again. Nein. Wir werden also, ja, in Hessen sind wir auch, in Neunkirchen. Genauere Tourdates werden also später nochmal veröffentlicht unter diesem Video. Ihr könnt sie auch auf dem Titelbild nachgucken. Außerdem haben wir, glaube ich, gestern so ziemlich alle Tourdates nochmal veröffentlicht. Ihr dürft aber auch gerne jederzeit fragen. Wir beantworten gerne, wo wir sind. Nicht wahr? Ja. Ja. Mystik. Wir freuen uns drauf. Sehr mystisch wird es sein. Ja, ich meine, was haben wir noch so? Also wir haben wahrscheinlich auch, also das will ich jetzt nicht beschwören, eventuell könnten auch Einhörner vorkommen? Nein. Vielleicht. Nein. Doch, ich zähle nicht dazu. Du bist ein Einhorn, genau. Weil ich bin kein Einhorn. Aber wir haben auch ein sehr schönes Lied über Einhörner. Ich weiß, aber das werden wir nicht spielen. Ich zwinge nicht dazu. Du zwingst mich, kannst du eh nicht dazu zwingen. Ist das egal, ich würde es gerne spielen. Also spielst du es. Alles klar. Ich werde ganz persönlich alleine Einhorn spielen. Also das Lied. Wenn wir es nicht spielen, hat er nicht geübt. Das liegt nicht an mir. Doch, ich behaupte das. Okay, einfach. Er behauptet, dass wir es wegen mir nicht spielen. Einer muss immer schuldig sein. Deshalb werden wir auch wegen ihm den Traumtritt nicht spielen. Das ist richtig. Auch wegen mir nicht, aber das ist... Wie habe ich neu schon gesagt, warum spielen Sie Dudelsack? Triangel war mir zu kompliziert. Nein, Einhörner... Es ist noch nicht raus. Ich glaube, wir sind tatsächlich noch darin, da zu überlegen. Also das genaue Programm steht noch nicht 100% fest. Das werden wir nächste Woche bei den Proben dann, glaube ich, genau regeln. Ja. Es gibt einfach zu viele Ideen. Wir haben so viele, die wir spielen wollen. Da müssen dann halt leider auch ein paar rausfallen. Geht nicht anders. Sonst wäre so ein Programm 4 Stunden und... Da kommt jetzt bestimmt gleich der erste Kommentar, wo steht irgendwie, wo ist denn das Problem, 4 Stunden zu spielen? Genau. Ist bei Dudelsäcken und Trommeln halt nicht wie bei einer elektrischen Gitarre, wo man ein bisschen an der Seite zupft und dann wird es laut nach draußen. Ey, nicht andere Musiker dissen. Ich disse keine anderen Musiker. Nein, doch, ich finde Gitarristen großartig. Ich finde Gitarristen großartig. Du hast die einfach nur kurz mal dran rumzupfen gesagt. Ja, natürlich. Ich mache ja auch nichts weiter als den ganzen Tag vor mich hin blasen. So, was gibt es sonst noch Neues? Wim kommt wieder. Das stimmt. Wird er das die ganze Tour unterschlagen? Nee, wird er die ganze Tour dabei sein oder wird er sich auf der Tour schon mit Wied abwechseln? Tja, ich muss ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht ganz genau, weil ich glaube, die wechseln sich ab. Doch, ich glaube schon. Ja. Aber ja, Wim kommt zurück. Das hatte ich
schon erwähnt neulich. Mhm. Dazu gibt es dann demnächst auch ein Interview mit Wim. Dann kann er uns auch erklären, warum er wiederkommt. Er ist ja völlig klar, warum er wiederkommt, irgendwie, weil es ja völlig sinnlos war, überhaupt zu gehen. Aber es stimmt natürlich nicht, es war nicht sinnlos, weil er ja nicht nur ein Musiker, sondern auch ein Instrumentenbauer ist. Und wenn man die ganze Zeit bei einer Band wie Corvus Corax spielt, kommt man einfach nicht dazu, wirklich mal sich um solch ein Thema wie ein Instrument, das man ja auch, sagen wir mal, weiterbringen möchte und einfach perfektionieren möchte, das schafft man nicht, wenn man einfach nur mit der Band unterwegs ist. Deswegen brauchte er mal eine Auszeit. So habe ich ihm das ja beim letzten Konzert auch gesagt. Wir sehen uns ungefähr in 3 Jahren wieder. So lange hat er gar nicht ausgehalten. Spätestens. Und ja, aber ich meine, das ist auch gut für uns, weil unsere Dudelsäcke, die er uns jetzt baut, noch besser sind als die davor. Und es ist natürlich, sagen wir mal so, auch natürlich toll für die vielen Leute, die jetzt auch von Wim einen Dudelsack kaufen können, weil das war ja vorher nicht möglich. Jeder von uns hat dabei eigentlich nur gewonnen. Ja. Auch Wim gewinnt, indem er wieder zurückkommt. Natürlich. Und wir gewinnen Wim zurück. Ja. Großartig. Hier wurde gerade gefragt, ob wir demnächst eine DVD rausbringen. Ist im Moment nicht geplant. Ist nicht geplant. Nein, keine DVD. Wir haben aber dafür so viele andere Projekte, die auf euch zukommen. Fluch des Drachen zum Beispiel. Der Fluch des Drachen wird, also ich meine, das ist jetzt alles fertig. Jetzt hängt es nicht mehr so ganz an uns, sondern in dem Fall haben wir ja tatsächlich mal eine Plattenfirma, die sich um die eigentliche Veröffentlichung kümmert, was ich auch tatsächlich auch mal ganz gut finde, weil immer alles alleine machen, ist natürlich auch ein bisschen ätzend, so wegen der fehlenden Zeit was anderes zu machen, weil es einfach noch mal ein Job. Genau, also dadurch können wir uns auf andere Sachen konzentrieren, zum Beispiel auf die Tour. Ich denke mal, dass der Plan ist, glaube ich, dass sie im Mai rauskommt. Da sind wir schon lange auf Tour. Ja. Dann werden wir im Sommer sehr viel spielen und parallel dazu an den Wochentagen fleißig im Studio sein, weil Ende des Jahres ja auch eine neue Corvus-CD kommen soll. Einige haben es sicherlich schon mitbekommen, dass wir im Moment sehr viel in der Bibliothek sitzen und recherchieren. Das tun wir nämlich genau für diese CD. Das Thema wollen wir aber noch nicht verraten, oder? Haben wir doch gerade. Das Thema haben wir verraten, den Inhalt nicht. Wir haben das Thema nicht verraten. Wir haben gesagt, wir bringen eine neue CD raus. Wo ist da das Thema? Das ist doch ein Thema. Das ist vielleicht... Ich könnte jetzt sagen, Themawechsel. Themawechsel. Okay, reden wir nicht mehr über CD. Also ist das ein Thema. Reden wir über das neue Album. Themenwechsel. Er versucht es mit den Wortspielen, aber es funktioniert auch nicht. Also gut. Das ist kein Wortspiel, das ist Wortlogik. Was ist nicht das Thema an sich, sondern was ist das spezielle Thema dieser CD? Wollen wir das schon verraten? Nein, das meinen wir nicht. Damit hat sich die Frage schon erledigt. Meine Damen und Herren, ich bin raus. Nein, noch nicht. Gut. Aber gleich. Möchtest du noch speziell etwas zu der anstehenden Tour sagen, mein Lieber? Abgesehen davon, dass wir sehr großartige mystische Show vorbereiten, dass wir zwei neue Musiker, also einen davon wieder haben, aber der wiederum auch ein neues Instrument mit reinbringt, was ja eigentlich wirklich schon grandios ist, die Auswahl der Lieder einfach toll ist. Mhm. Du meinst, was ist jetzt noch zusätzlich? Na, ich freue mich einfach, weil es ist Corvus Corax, aber trotzdem ist es auch mal wieder was anderes. Und es ist keine neue Studio-CD, man wird ja dann gerne auch da so moniert, das haben die eine Best-of gemacht, voll öde. Aber es ist halt keine Best-of, sondern eine Zusammenstellung speziell ausgewählter Lieder aus unserer Bandgeschichte, die es so in diesem Zusammenhang halt noch nie gab und die von uns eigentlich so auch früher nicht angedacht war, sondern das war halt dann immer so ein, zwei Lieder, die in diese Richtung gehen, so noch als Bonus sozusagen für eine CD. Und die jetzt einfach mal alle zusammen zu sammeln, ich meine, das Auswählen hat auch eine Weile gedauert, und das dann auch auf die Bühne zu bringen, ist was Neues, ist eine Herausforderung. Und du darfst dich dabei auf die großen Trommeln freuen, an die du wieder gehst. Ja, bin gerade dabei, das alles wieder auf Vordermann zu bringen, Trommeln schön zu tunen, alles wieder richtig schön fett und satt klingt, baue auch noch ein paar neue Sachen mit dran. Oh,
Ja. Das weiß, das überrascht sogar mich. Davon wusste ich bisher auch noch nichts. Weißt du, was ich gestern den ganzen Tag am Studio gemacht habe? Du stehst genau hinter mir. Ich stehe genau vor dir. Ich glaube, ich werde mir Ohrenpacks einpacken, vorsichtshalber. Nein, du weißt ja, das ist, ich spiele ja dann dynamisch. Nur punktuell laut. Ja. Aber dann tut's weh. Ich freue mich auf die Dynamik. Ja. Es wird lustig. Wird spannend. Es wird großartig. Es wird mystisch. Ja. Ich find's schön, wir bringen einfach mal Geschichten, die früher erzählt wurden, wieder auf die Bühne. So, dass auch der heutige Mensch diese alten Geschichten wieder erfährt. Denn es sind ja schöne Geschichten. Unbedingt. Gibt es denn jetzt hier abschließend doch irgendwelche entscheidenden Fragestellungen, auf die wir irgendwie... Ob es schon feststeht, auf welchen MPS-Daten wir spielen. Das ist übersichtlich. Das ist dieses Mal sehr übersichtlich. Das ist nämlich genau Bad Säckingen und Berlin. Ja, wobei Bad Säckingen... Aufgrund der Tatsache, dass Bad Säckingen verordnet von der lokalen Obrigkeit mit überhaupt gar keiner Technik laufen darf, also noch nicht mal ein Transistorradio wäre erlaubt, ja, spielen alle unplugged, also sozusagen unverstärkt, auch wir. Und das hat zur Folge, dass natürlich viele Instrumente völlig sinnlos sind, weil alle Saiteninstrumente sind einfach aus, wenn ein Kollege einen Dudelsack anmacht. Ja. Man hört sie einfach nicht mehr. Ohne Verstärkung. Das ist einfach... Das ist schade, aber ist so. Da sind wir Dudelsackspieler ziemlich egoistisch. Ja. Und so gesehen wird Bad Säckingen dieses Jahr ein totaler Spezialfall sein, weil wir halt genau da das Ars Mystica-Programm überhaupt gar nicht spielen können. Aber auf dem MPS Berlin können wir. Aber auf dem MPS Berlin werden wir das sehr wohl machen. Und das war es dann dieses Jahr mit MPS auch schon. Ja. Mal so, mal so. Dafür gibt es genug andere Konzerte, bei denen man uns sehen kann. Richtig. Und ich freue mich auf die internationalen Konzerte. Möchtest du da nochmal kurz einen Überblick in Englisch von dir geben? Now we turn into international. Um über ein Konzert in Litauen und in Spanien zu reden. We are playing in... Yes. Because we have English-speaking fans out there. I'll just announce we are playing in Litauen. What is Litauen? Lithuania. Lithuania. We are playing in Spain. We are looking forward to both of them. We are playing in France. Si. Oui. La France. Oui. La patrie. And we are playing in the Czech Republic. Yes. Yes. What is yes in Czech? We should ask Viet for this. And there was still the idea to play in the United States of America, but I'm not sure because... There's still an idea that we're playing in the States, yes. They don't like foreigners so much more. But it's not but that... But Mr. Trump is based in Germany, you know? Maybe we should ask Trump personally if we, as his old German brothers, are allowed to play over there some German-American music from the Pfalz. Make medieval music great again. Ausgerechnet die Pfalz, warum? weil Trump aus der Pfalz kommt, seine Familie. Ja, der kommt auch, der Kohl. Echt, der Kohl auch. Kohl und Trump, das zu großartigen Politikern, die aus der Pfalz kommen. Der Vergleich, jetzt kriegen wir Ärger. Ja, von Trump. Entschuldigung. Nein, but we are also playing at the Castle Fest in the Netherlands. Ja, da bin ich auch, da freue ich mich sehr drüber. Da haben wir eine viel zu lange Pause gemacht, yes. Und das ist ja nun wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfestivals. Wer noch nicht da war, geht da mal hin. Castlefest in Lisse, wirklich cool. Great show. Tolle Atmosphäre, tolle Leute. Ja. Einfach überhaupt gar kein Stress. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass es da einfach eine strikte prozentuale wie nennt man das hier? Timeout. Man kriegt halt nichts, was, glaube ich, mehr als 10% Alkohol hat, Boten zu verkaufen. Man kann Bier kaufen. Ja. Wein sollte man, für jeden, der gerne Wein trinken, kann er sich das dann denken, einfach weglassen. Weil ein Roter mit 10%, oh. Anno. Anno heißt ja auf Tschechisch. Wurde gerade hier
Und deshalb möchte ich es eben einbauen, Anno. Hallo. Anno Domini heißt ja, ja. Ja, ja. Okay, das war wieder ein Latein, Alex. Ja, da, wir sollen in Amerika spielen. Also wir haben, we have American fans out there. I know. We should go there. I would like to. But we'll see. Portland would be great. Portland, yes. Yeah. Portland. Oregon. I know, keep going. We like Oregon. You like Oregon. Yeah. I've never been to Oregon. I've been to Montana, Wisconsin, but not to Oregon. Oregon, very, very nice place. New York, the state, not the city. Yeah. New England states, great. It's great. Trust me, it's great. Yeah. Never been there, but it's great. But Portland. Everything else is fake news. Stop this. Ich kann nicht damit aufhören. Das ist Gehirnlöscher. Also. Well, I will put you in jail. Yes, put me in jail for being. Good. Wie geht's mit Berlins Gebiet weiter? Wollen wir dazu noch was sagen oder ist das eigentlich ein Thema für Berlins Gebiet? Weil wir sind ja Corvus Corax jetzt in diesem Moment. Ach, du meinst die Leute mit Hüten und so? Ja, die Leute mit Hüten und komischen Klamotten. Ja, Farbe. Wir waren ja gerade bei dem Konzert in Lisse, bei Kasselfest. Da werden wir auch mit Berlins Gebiet spielen. Das wird so das Highlight nächstes Jahr sein mit diesem ganz außerordentlich speziellen Nebenprojekt von uns. Mhm. Mehr muss dann dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Weil es geht weiter. Letztes Jahr war ein Berlins Gebiet, ja. Dieses Jahr ist definitiv Corvus. Komplett ein Corvus Corax-Jahr in jeglicher Art und Weise. Und Buch des Drachen. Das ist doch auch Corvus Corax. Das ist aber nochmal speziell. Ich möchte das nochmal hervorheben. Ja. Fluch des Drachen. Möge dich der Fluch des Drachen erwischen. Das ist doch mal ein schöner Wunsch in diesem Fall. Das ist ja nichts Böses, das ist ja mal was Gutes. Ist ja auch mystisch. So ein Drachen. Nein. Also die. Doch. Warum? Was ist denn einem Drachen nicht mystisch? Wenn der dir Feuer unterm Hintern macht, dann machst du aber ganz schnell mystisch. Das ist nicht mystisch, das ist heiß. Ach so, okay. Feurig. Feurig, mystisch. Aber es ist trotzdem toll. Ich freue mich auf die Leute, mit denen wieder zusammenzuarbeiten. Ich freue mich auf Johannes Steck, auf Markus Heitz. Sagen wir mal so, der Fluch des Drachen passt natürlich auch. Wir haben schon so einen Bogen dieses Jahr drin mit den Game of Thrones. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Mystica-Tour und den Fluch des Drachen, wo es ja um eine Fantasy-Geschichte geht, die wir mit eigens der Herr Markus Heitz für uns geschrieben hat. Wir auch unsere Anmerkungen dazu geben konnten, in welche Richtung das auch noch so ein bisschen geht. Und Märchen. Mystik passt. Ja. Genau. Ich finde es großartig. Da wurde gerade gefragt, ob wir eine neue CD haben. Das haben wir vorhin schon beantwortet. Wir arbeiten daran. Kommt dann Ende des Jahres. Ja. Das kann man ja gerne öfter wiederholen. Das ist ja auch gut so. Wir sind demnächst übrigens auf Tour, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Genau, wir gehen auf Tour. Am 17. Am 17. Geht es los. Geht dann bis Ende April. Tour-Dates werde ich dann nochmal veröffentlichen. Termine. Die Termine, die Konzerttermine, werde ich dann noch einmal veröffentlichen im Gesichtsbuch. Ein Date ist eine verdammte Verabredung. Man kann das natürlich auch so sehen. Aber ein Date ist an sich ein Datum, vom lateinischen Datum. Zeitpunkt. Ja, weißt du, wie viele Wörter früher eine andere Bedeutung hatten? Also die konzertanten Zeitpunkte werden später noch veröffentlicht. Nochmal veröffentlicht. Ja. An diesem Zeitpunkt sind wir angekommen, wo ich sagen würde... Es war mir ein Fest mit dir, mein Lieber. Wir reden hier schon seit 50 Minuten. Wollen wir die Stunde noch voll machen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Hört da gar keiner mehr zu. Im Moment hören genau 49 Leute zu. Also 49? Das hat sich bisher ganz gut gehalten. Wie viele waren es am Anfang? 3000 und dann haben wir Nee, wir sind jetzt durchschnittlich bei den 50 Leuten. Ich finde das gut. Es ist nicht wenig. Okay. Es könnte mehr sein, aber es ist nicht. Na, was gibt es denn noch zu erzählen? Für einen Freitagabend, 22 Uhr, wo die meisten Leute trinken sind, ist das gut. Finde ich jetzt. Was gibt es noch zu erzählen? Gibt es denn noch irgendwas zu den neuen Dudelsäcken zu erzählen? Abgesehen, dass sie von Wim gemacht wurden und super toll sind, es ist jetzt so, dass wir tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Farbe reinkriegen, dadurch, dass wir jetzt auch mehr E-Säcke mit drin haben. Also es ist wirklich, meine bei Corvus schon lange nicht mehr so, dass wir nur A-Säcke benutzen. Sondern schon seit geraumer Zeit die D-Säcke, die jetzt gerade auch in dieser mystischen Tour besonders hervorgehoben werden. Also die kriegen nochmal, glaube ich, so die D-Säcke kriegen nochmal einen extra Push von uns.
Aber auch die E-Säcke sind toll. Es klingt alles einfach viel bunter und eben nicht einfach nur nee und nee und das habe ich jetzt nicht verstanden. Muss ich auch nicht. Was wir noch sagen können, was mir gerade noch einfällt, aufgrund eines sehr interessanten Kommentars, wir werden ja zu Ostern nochmal in Düsseldorf die Zwerge aufführen. Au! Das letzte Mal. Dann ist Schluss mit den Zwergen. Dann werden sie zurückgeschickt hinter die sieben Berge. Vorerst, ja. Man weiß ja nie. Aber genau, also wer die Zwerge mit dem ungeheuerlich guten Johannes Steck, der auch bei der Flucht des Drachen wieder mit dabei sein wird, deswegen ist er bei der Flucht des Drachen wieder mit dabei, weil er so großartig ist. Also wer das noch nicht gesehen hat und davon gehört hat, dass es toll ist, weil es nun mal so ist, der sollte nach Düsseldorf kommen. Termin? Das ist der Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Es ist aber so ein Wandertermin, es ist doch immer ein anderer Tag. Die Leute werden schon wissen, wann Ostern ist. Ich weiß das nie. Ich auch nicht. Nach dem ersten Vollmond im Frühjahr. 15.04. Danke, Genie. 15.04.2017 sind wir in Düsseldorf und spielen da. Dankeschön, Bianca. Prost auch. Ich weiß am 15.04. werden wir in Düsseldorf das letzte Mal, also das vorerst letzte Mal, die Zwerge auf die Bretter dieser Welt. 15.04. ist Ostern? 15.04. Nein. 16.04. ist Ostern. Das ist aber echt spät diesmal. Ja. Das ist ja kurz vor meinem Geburtstag. Ja. Wir werden sozusagen direkt von Ostern in dein Geburtstag reinfeiern. Ich weiß immer erst dann, dass Ostern ist, wenn ich meine Schuhe anziehe, das machst du. Wieso das? Wegen dem Ei da drin. Oh. Seit wann packt man den Eier in die Stiefel? Das ist das doch nicht Nikolaus. Das ist Osterlaus. Das ist ein verrückter Osterhasen. Osterlaus. Ich lege mir die immer in die Schuhe rein. Osterlaus, genau. Wahrscheinlich, weil ich die nicht sauber mache, denke ich, das ist aber ein tolles Nest. Ein großartiges Nest. Ja, da lege ich ein Ei rein. Das ist nicht, also Nikolaus und Ostern zusammen, das ist schon ziemlich... Oder ist das irgendwie so ein... Na egal. Genau, also da solltet ihr natürlich wirklich unbedingt kommen. Oh ja. Weil das ist auch, ist eine tolle Show und ich glaube auch, dass wir das nicht nochmal machen werden. Nein, auch glaube ich wegen Fluch des Drachen, weil damit gehen wir ja sozusagen den nächsten Schritt. Richtig. Letztlich ist der Fluch des Drachen ja aus der Idee mit den Zwergen entstanden. Geboren heraus, sozusagen. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und verbinden uns als Menschen. Es gab nämlich die Frage, wir sollen noch ein bisschen mehr zum Fluch des Drachen erzählen. Es wird ein Fantastical. Und es wird großartig. Und alles andere werden wir demnächst wieder in einem neuen Video von uns geben. Wir wollen ja nicht alles an einem Abend versauen, verraten, verhauen, verdingsen, verdingsbumsen, verdiddli-diddli, bla. Da hören so viele Leute zu, wenn du sowas erzählst? Ja. Der Fluch des Drachen. Eine logische Fortsetzung von all dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Du kriegst in Bad Säckingen ausgegeben, Norri. Echt? Steht da. Double Thumb Up. Ja, schön. Ich guck dann zu. Deswegen kriege ich ja auch zwei ausgegeben, weil du gar nicht trinken darfst. Weil du dir selber gesagt hast, das ist Quatsch. Ha! Haha! Weil ich es gerade sehe. Cheers, Amigos. Cheers auch dir, mein Lieber. Wir werden nämlich in Bad Säckingen noch einen Special Guest dabei haben. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Ich weiß es. Aber ich weiß es. Ich verrate das jetzt. Darf ich das verraten? Er hat ja eh schon kommentiert, dann verrate ich das jetzt. In Bad Säckingen, meine Lieben, wird unser alter Kollege, liebster Freund und mein allerfeinster Schnuffelpups Ardor wieder dabei sein. Also, wer Ardor noch einmal mit uns zusammen auf der Bühne sehen will, sollte nach Bad Säckingen zum MPS kommen. Es wird großartig. Ihr seht, wir haben ein paar echte Specials dieses Jahr. Ja, wir hauen dieses Jahr die Dinge einfach so raus. Ja. Wir sind wie verrückte Autoverkäufer. Wir hauen einfach ein Ding nach dem anderen raus. Da gibt es überhaupt gar keine Gnade mit uns selber. Und wenn Sie jetzt anrufen, dann kommt da noch einer. Cut. Ja, man muss das ja alles ein bisschen, ne? So. Nein, da freuen wir uns natürlich sehr. Also, ja, wenn wir da schon nicht unsere neue Show spielen können, weil es eine reine Akustikshow ist, ja, dann holen wir uns doch einfach den Ardor. Ja. Ich freue mich. Dann hauen wir nochmal richtig auf die Kacke, wie man so schön sagt. Aber richtig. Ja. So, für diejenigen, die tatsächlich erst seit kurzem dabei sind, Ardor ist ein alter Kollege von uns, der lange mitgespielt hat.
und mit dem wir einfach immer viel Spaß hatten. Und das werden wir jetzt nochmal tun. Richtig. Der arme Junge, der wird's. So, jetzt ist aber dann doch der Punkt gekommen, an dem wir uns von euch verabschieden für heute Abend. Oder wollen wir doch noch ein bisschen? Ich meine, 5 Minuten haben wir ja noch. Machen wir die Stunde voll, finde ich. Wir haben jetzt auch gerade noch mal 6 Zuhörer mehr. Also es steigt gerade. Echt? Ja, es steigt gerade. Wir reden von Ado und plötzlich steigt die Zuschauerzahl. Ach so. Nein, das liegt jetzt nicht nur daran. Es liegt auch daran, dass die Leute, glaube ich, langsam aus dem Club zurückkommen. Wie jetzt schon? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Geht ihr jetzt heute? Nein, ich wünsche euch allen. Wir sollen die Stunde voll machen. Also machen wir die Stunde voll. Womit? Ja, jetzt müssen wir uns aber echt ein bisschen was überlegen. Ja, also wir haben jetzt über die Tour geredet, die am 17.03. in Hannover losgeht. Wirst du eigentlich neue Schuhe haben bei deiner neuen Klamotte? Nein. Ich auch nicht. Meine Schuhe sind ja relativ neu im Gegensatz zu vielen anderen. Meine sind uralt. Deine sind uralt. Es ist das Wunder, dass die noch halten. Ich wundere mich echt. Also bei mir halten Schuhe nicht so lange wie bei dir. Das ist Wahnsinn. Ich habe vor 2 Jahren neue Schuhe. Die halten jetzt vielleicht noch 2 Jahre, wenn ich Glück habe. Und dann war's das. Ja, könnte man jetzt natürlich darüber philosophieren. Ist das die Art der Abnutzung? Das kann es nicht sein. Irgendwie. Lass mich überlegen. Man muss die Schuhe auch pflegen. Man muss die Schuhe... Ach, das war das. Ich höre übrigens gerade aus der Regie... Ich höre gerade aus der Regie... keine Schuhgespräche. Nein, doch. Wir haben eine neue Homepage. Wir haben eine neue Website. Das wusstest du noch nicht, oder? Doch, weiß ich. Wir haben eine neue Website und diese neue Website ist zu sehen unter www.corvuscorax.de. Ich muss das nochmal dazu euch sagen. An. Ich finde, das sollte man einfach zwischendrin immer mal wieder erwähnen. So www.corvuscorax.de. Das ist genauso wie wenn man erwähnt, dass man... zwischendurch mal erwähnt, dass man übrigens auf Tour fährt am 17.03., dass man eine mystische Tour fährt ab dem 17.03., dass man so tolle Projekte wie Fluch des Drachen auf den Weg bringt und dass man sich über Likes und Kommentare freut. Echt? Ich schon. Ich finde das toll. Naja. Also du nicht? Doch. Auch du magst Likes. Ehrlich, also um ganz ehrlich zu sein, mag ich das mehr, vor Leuten zu spielen und zusammen zu feiern, eine gute Laune zu haben, geile Konzerte zu haben. Das sowieso. Das ist alles so... Naja, aber das ist so, alle, die liken, müssen auch zu unseren Konzerten kommen. Das ist doch mal ein Deal. Du likest und versprichst damit gleichzeitig zu unserem Konzert. Übrigens, gute Nacht nach Amerika, good night to USA, they are going to bed now. Really? Yeah. It's 5 p.m. It's in the afternoon. Why are you going to bed? Komische Amerikaner. Nein, ich freue mich einfach, wenn die Leute das, was wir tun, auch mögen. Denn dafür tun wir es. Wir tun es ja nicht für uns. Dann können wir das auch in der Garage machen. Ja, natürlich. Hast du eigentlich eine Garage? Ich habe keine Garage. Eine Garage? Nein, einen Bauwagen. Ein Bauwagen. Dann machen wir das demnächst im Bauwagen. Großartig. Ich freue mich einfach auf die Tour. Ja. Auf das, was auf uns zukommt. Ohne neue Schuhe, aber dafür mit ganz vielen anderen neuen Dingen. Kommt zu unseren Konzerten, bringt eure Freunde mit. Ja, eure Freunde, Verwandten, Mütter, Väter, Urenkel, Tanten, Cousins, Freundinnen, Freunde. Was immer ihr mitbringt, bringt es mit. Ich habe vorhin gelesen, dass eine Frau ein 14-jähriges Kind hat, was zu unserer Musik immer total gut tanzt. Ganz viel. Das freut mich. Wir schaffen es wirklich von kleinst auf bis ins höchste, reifste Alter hinein, die Leute zu begeistern. Also ich kenne so genau wie wenn man die als kleines Kind bezeichnet. 14 Monate. Ich dachte 14. Schon. Die 14-Jährigen, die müssen wir jetzt schon ins Bett. Sind die überhaupt schon Sandmann? Ist doch 14 Monate, mein Lieber. 14 Monate, gut. Ich finde das toll. Und genau das sollten wir weiter tun. Einfach. Kommst zu unseren Konzerten. Ja. Und ja, ich meine, man muss, wenn man, sagen wir mal so, auch irgendwie so eine gewisse Atmosphäre erleben will, muss man nicht zu einem den Score von Herr der Ringe Konzert gehen, sondern man kann einfach zum Original gehen, nämlich Corvus Corax. Genau. Da weil wir machen im Endeffekt, wenn man es mal genau betrachtet, richtige Fantasy-Musik. Ja, genau. Keine Keyboards und der ganze Kram. Keine Handys. Es gibt Leute, die mit Handy Musik machen, auf der Bühne. Ja, das ist ja auch total okay. Ja,
Bier sind fantastisch. In dem Sinne von Fantasy. Muss man mir auch mal dazu sagen. Ja. Und mit diesen schönen Worten der vollen Mystik haben wir die Stunde voll gemacht. Und bevor wir uns jetzt voll machen, sagen wir einfach mal, wir wünschen euch einen schönen Abend. Nori, du hast jetzt noch genau eine Minute Zeit oder was auch immer, um ein Abschlusswort an die Leute zu geben, bevor ich hier dieses Video ausmache. Kommt einfach zu unseren Konzerten. Ja, es wird gut. Und da werden wir dann richtig viel Spaß zusammen haben. Ihr werdet in unendliche Welten. Jo. Nee, das ist Enterprise. Ich muss aber von vorne anfangen. Das kommt in 10 Jahren, machen wir dann das Enterprise-Programm. Nein. Aber es sind ja andere Welten, in die wir euch entführen. Ja, wir werden euch in andere Welten führen. Und es wird demnächst wieder ein Live-Video geben, dann mit Wim, mit Castus und auch mit Hatz ist auch noch was geplant. Also bleibt einfach immer mal aktuell auf unserer Seite und guckt nach. Es wird noch viel passieren vor der Tour. Und dann kommt die Tour. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Winke mal zu den Leuten. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Gute Nacht.